Ja, moin Pyrus, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe des Öfteren in meinen Instagram-Nachrichten jetzt ein paar Nachrichten bekommen. Was ist, wenn ein Feuerwerksverkaufsverbot in Kraft tritt? Wo kriege ich jetzt noch Feuerwerk her? Ja, das ist jetzt so ein bisschen scheiße eigentlich. Ja, ihr habt dennoch einige Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist auch eigentlich die beste. Ja, bla bla bla, Angst, pipapo. Sind natürlich Polenböller-Shops, ja. Habe ich ja diverse auf meinem Kanal vorgestellt. Ja, Ultrastore, Legal Pyro, Pyromaniacs, Pyro Shop PL, Pyro Boxen und so weiter, ne? Ihr kennt ja die Videos. So, dann eine Möglichkeit mit einer Ausnahmegenehmigung. Was ist eine Ausnahmegenehmigung? Wie der Name schon sagt, ist es eine Ausnahme. Ich mache mal meine Maus um in der Ecke. Zum Beispiel für ein Geburtstagsfeuerwerk, Hochzeitsfeuerwerk oder für irgendwelche besonderen Anlässe, ja, 50. Hochzeitstag. Kann man natürlich auch als Hochzeitsfeuerwerk sehen. Ja, dann füllt ihr euch da so einen kleinen Schein aus. Das ist ja auch immer ein bisschen anders. Oder ihr macht es halt so, wie das ein Kollege von mir gemacht hat. Der hat sein Google Maps geöffnet, ja, oder Google Earth, was auch immer ihr dafür nimmt. Hat da so ein Feld sich rausgesucht, hat das markiert, hat gesagt, okay, ich möchte von dann bis dann zünden. Ich möchte diese und diese Artikel zünden. Ja, hat natürlich dann die Erlaubnis bekommen. Die könnte auch abgelehnt werden, wenn ihr zum Beispiel jetzt nah an einer Stadt seid, ja, oder da irgendwas Brennbares ist, ja, im Feld ist es jetzt um die Jahreszeit eigentlich alles abgeerntet. Ich wüsste nicht, was jetzt noch steht, außer vielleicht die ein oder andere Zuckerrübe, aber die brennt nicht so leicht. Oder eigentlich gar nicht. Ja, das ist eher für Gerste, Roggen, Hafer und sowas, was halt wirklich schnell brennt. Wenn da irgendwas drauf kommt. Oder irgendwelche Heubein, Strohbein. Genau. Und wie gesagt, wenn es abgelehnt wird, dann schreiben die euch auch meistens einen Grund noch. So kenne ich das. Ja, und dann macht er da einfach, erfüllt diesen Grund dann auch noch. Ja, also, dass der dann halt nicht mehr auftritt. Und dann kriegt ihr auch eigentlich. Helfen könnte euch dabei auch eine Erlaubnis nach Paragraph 27 des Sprengstoffgesetzes. Weil dann müssen die euch das stattgeben. Immer, die können das nicht ablehnen, wenn ich richtig informiert bin. Aber, wie gesagt, unter diesen erforderlichen Kriterien, dass da halt nichts ist, was brennen kann oder irgendwie. Keine Ahnung, Krankenhäuser und sowas in der Nähe sind, ihr wisst das ja. So, Paragraph 27 Sprengstoffgesetz gibt es ja auch diese Erlaubnis. Damit könnt ihr natürlich auch in Shops bestellen. Ja, ist jetzt natürlich ein bisschen scheiße um die Zeit, ja. Weil Röder, sofern ich das mitbekommen habe, ist jetzt schon mal raus dann für viele, weil die ja jetzt einen Warenwert von mindestens 500 Euro haben, wenn ich richtig informiert bin. Ja, ob jeder die 500 Euro dann noch voll kriegt, ist so eine andere Sache. Zuzüglich ja noch den Versand, der wird glaube ich nicht mit einberechnet. Und ja, damit bekommt ihr das halt das ganze Jahr über. Ihr könnt das aussuchen, müsst natürlich eure Erlaubnis dahin schicken. Das dauert jetzt auch ein paar Tage dann. Ja, und die letzte Möglichkeit, die es halt gibt, oder eine der letzten, ist mit einem Gewerbeschein. Ja, aber das wollen die ja auch ändern, dass du damit nicht gleich wieder Feuerwerk kriegst. Ja, das habe ich letztes Jahr mal mitbekommen. Ob die das jetzt wirklich machen, weiß ich nicht. Es ist mir ehrlich gesagt auch egal, weil ich mein Zeug trotzdem bekomme. Ja, ist nur für den einen oder anderen interessant. Es stand im Raum, aber ob das jetzt noch weiter geplant wurde, weiß ich nicht. Dann habt ihr noch die Möglichkeit, über einen Kollegen zu bestellen, ja. Ich habe das zum Beispiel auch gemacht, ja, ich hatte keine Zeit, ich habe dann einen Kollegen gebeten, dass er für mich die Bestellung dann abholt. Ja, alles super, ja, oder wenn er halt einen Schein hat, fragt er ihn, hey Digga, kannst du für mich was bestellen? Ja, wenn das wirklich ein guter Freund von euch ist, dann spricht da auch eigentlich nichts gegen. Klar, man sollte es eigentlich nicht machen und wenn dann was passiert, kriegt er auf den Deckel, weil die meisten dann sowieso nicht ihre Fresse halten können, sagen dann, ja, er hat es mir gegeben. Ja, kenne ich auch zu gut und genau, das sind jetzt eigentlich so die Möglichkeiten. Ja, alle auch legal. Klar, das mit den Polenböller-Shops ist jetzt nicht ganz so, wer da halt ein bisschen Angst hat. Aber ansonsten. So, ich muss mir jetzt noch was einfallen lassen, um das Video auf 10 Minuten zu strecken, wie gewisse Pyro-YouTuber mit vier Buchstaben. Ach nee, muss ich nicht. Ich bin ja kein Hurensohn.